Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 447. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du jeden Einzelnen von uns persönlich kennst. Mit Namen. Du weißt, wo wir herkommen. Du weißt, wer unsere Eltern sind. Du kennst alles aus unserem Leben und du hast uns lieb und du möchtest, dass wir im Buch des Lebens stehen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du heute an diesem Tag durch dein Wort, unser Herzen sprichst, dass wir angesprochen sind, bewegt werden, verändert werden durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, das bitten wir dich, dass dein Wort nicht mehr zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Chronik, Kapitel 2. Es geht um das Geschlechtsregister des Stammes Judah. Wir lesen in Vers 54 die Söhne Salmas. Bethlehem und die Netophatiter, Aterot, Beth, Joab und die Hälfte der Manachtiter, die Soriter und die Geschlechter der Schreiber, der Bewohner von Jabes, die Tiratiter, die Shimatiter, die Suchatiter, das sind die Keniter, die von Hamad, dem Vater des Hauses Rechab, abstammen. Das Schreiben, das Schreiben von Dokumenten, von Briefen von Büchern war ein besonderes Handwerk, das im Alten Orient oft als Familientradition von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Es war eine moderne Technologie, die sehr wichtig war und die Kenntnis des Schreibens. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie weit sie in der Bevölkerung verbreitet war, aber diejenigen, die ganz besonders gut schreiben konnten und eine entsprechende Ausbildung hatten, waren sehr wertvoll, nicht nur in Israel, auch in anderen Kulturen und Gegenden des Alten Orients. Und das waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden. Der Erstgeborene Amnon von Achinoam, der Jesreliten, der zweite Daniel von Abigail, der Karmeliterin, der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur, der vierte Adonia, der Sohn der Haget, der fünfte Shephatia von Abital, der sechste Jitream von seiner Frau Eglam. Diese sechs wurden ihm in Hebron geboren und er regierte dort sieben Jahre und sechs Monate und 33 Jahre regierte er in Jerusalem. Es war natürlich nicht Gottes eigentlicher idealer Wunsch, dass David so viele verschiedene Frauen hatte. Und die Rivalität der Söhne sollte sich auch später noch sehr nachteilig für das Königreich auswirken. Vielleicht hat David auch durch diese Praxis der zahlreichen Frauen ein schlechtes Beispiel gegeben für Salomo, der das Ganze ja dann noch viel weiter bis in den Exzess trieb. Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Shimea und Schobab und Nathan und Salomo. Vier von Bathshua. Das ist natürlich Bathseba. Und hier sehen wir, dass Salomo nicht der einzige Sohn war, den David mit der gehabt hat. Und wir sehen auch, dass offensichtlich so eine Reihenfolge, wie sie hier aufgezeichnet ist, nicht immer die Reihenfolge der Geburt deutlich macht, denn ganz offensichtlich war Salomo der Erste, der von Batzeva geboren worden ist, der dann auch zumindest ähm, dauerhaft überlebt hat. Der Tochter Amiels. Ferner Jibra, Elishama und Eliphelet, Noga, Nefek und Jafia. Elishama, Eliada und Elifelet insgesamt neun. Interessanterweise also ein, ein Name für zwei Söhne, die beide Elifelet hießen. Das sind alle Söhne Davids, außer den Söhnen der Nebenfrauen. Und Tama war ihre Schwester. Also neben diesen Hauptfrauen hatte David auch noch eine zahlreiche äh, Gruppe von Nebenfrauen. Und auch das ist natürlich eine Praxis, die Salomo dann noch weiter ins Extrem gesteigert hat. Und der Sohn Salomos, war Rehabeam, dessen Sohn war Abia, dessen Sohn Asa, dessen Sohn Josaphat, dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasia, dessen Sohn Joas, dessen Sohn Amasia, dessen Sohn Asaja, dessen Sohn Jotam, dessen Sohn Ahas, dessen Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse, dessen Sohn Ammon, dessen Sohn Josia. Das sind also die Könige, die das Königreich Juda von Generation zu Generation nach der Teilung, nach dem Tod Salmos als ein Nord- und ein Südreich entstand. Regiert haben. Und die Söhne Josias, der erstgeborene Johanan, der zweite Joachim, der dritte Zedekiah, der vierte Shalom. Und die Söhne Joiakims, dessen Sohn Jehonja, dessen Sohn Zedekia Und die Geschichte dieser Söhne und Enkel Josias lässt sich ja auch in Erste Könige nachlesen. Wir haben das ja bereits dort auch studiert. Wir sehen hier also, dass offensichtlich das Buch Chronik. Ähm, geschrieben worden sein muss zu einem Zeitpunkt, als bereits das Königreich Juda im babylonischen Exil dann durch die babylonische Gefangenschaft untergegangen war. Und die Söhne Jehonias des Gefangenen, sein Sohn Shealtiel und Malkiram und Pedaya und Shehanazar, das ist offensichtlich auch vermutlich ein babylonischer Name, Jekamja, Hushama und Nadabia und die Söhne Pedayas, Zerubabel und Simei und die Söhne Zerubabels, Meshulam und Hanania und Shilomit, ihre Schwester, und Hashuba, Ohel, Berechia, Hazadia und Yushab, Hesed, insgesamt fünf. Und die Söhne Hananias, Peladia und Jesaja, die Söhne Rephaias, die Söhne Anans, die Söhne Obadias, die Söhne Shechanias und die Söhne Shechanias, Shemaya und die Söhne Shemayas, Hattus und Yibgeal und Bariach und Neaia und Shafat, insgesamt sechs. Die Söhne Neaias, Eljoenai und Hiskia und Asrikam insgesamt drei und die Söhne El-Joenais, Hodaya und el und Peda Pelaya und Akub und Johanan und Delaya und Anani insgesamt sieben. Kein Zweifel besteht hier daran, dass also sogar noch ähm, die königliche Linie auch nach dem Ende der Königsherrschaft weitergeführt worden ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Weil diese königliche Linie dann ja bis in die Zeit von Jesus weiterverfolgt werden konnte, wie uns Matthäus 1 deutlich zeigt. Wir sehen hier auch, dass das Buch Chronik also nicht nur im babylonischen Exil, sondern vermutlich etliche Generationen hat, mindestens einige Generationen nach dem Beginn des babylonischen Exils, wahrscheinlich schon nach dem Ende, geschrieben worden ist, weil wir hier eine Reihe von Generationen haben, die hier noch verzeichnet sind. Die Söhne Judas, Peres, Hezron, Kami, Hur und Schobal. Es geht jetzt um weitere Nachkommen, nachdem wir hier zunächst einmal uns auf die Linie Davids des Königs ähm, und seiner Dynastie konzentriert haben. Weitere Nachkommen aus dem Stamm Judam. Und Reaya, der Sohn Schobalds, zeugte Jachad und Jachad zeugte Achumai und Lehad. Das sind die Geschlechter der Zoratiter und diese sind von Abi-Etam, Jesrael, Jishma, Jitbash und der Name ihrer Schwester ist Hazelel-El-Poni. So dann Penuel, der Vater Gedors, und Esa, der Vater Hushas, das sind die Söhne Hurs, des erstgeborenen Ephratas, des Vaters von Bethlehem. Und Aschur, der Vater von Tekoa, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Und Naara gebar ihm Achusam und Hefer und Temni und Achastari. Das sind die Söhne der Naara und die Söhne der Hela, Seren, Jitzcha und Ednan und Kos, zeugte Anub und Sobeba und die Geschlechter Achachels des Sohnes Harums. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Diesen Jabes werden wir noch mehr erfahren. Dein Ansehen hatte auch einen ganz besonderen geistlichen Grund. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass du den David verheißen hast, dass von seinen Nachkommen immer jemand auf dem Thron sitzen wird. Und wir wissen, das bezieht sich nicht nur auf die Könige, die im Laufe der Jahrhunderte in Jerusalem regierten, und, ähm, sondern es geht eigentlich um den Sohn Davids, um Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist und der für alle Ewigkeit König sein wird. Und ihn wollen wir ehren, ihm wollen wir dienen und danken dir, dass wir sein Freund sein dürfen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.